Bleiben wir kurz bei diesem Thema Psychologie, beziehungsweise wie es den Kindern mental geht. Welche Sorgen haben denn die Kinder? Was nehmen sie da so? Was schnappen sie da so auf? Die Kinder haben speziell in den letzten Jahren mit den Corona-Maßnahmen sehr viele zusätzliche Sorgen und Probleme aufgerissen. Sie wurden, aus meiner Meinung nach völlig nicht nachvollziehbar, wurden sie aus der Schule ausgesperrt für bis zu 9 Monate in den letzten Jahren. In den 2,5 Jahren der extremen Maßnahmen bis zu 9 Monate ohne regulären Unterricht. Und das hat die Kinder extrem getroffen, denn gerade der persönliche Kontakt mit den Lehrern, das erklärt bekommen, hat vielen Kindern gefehlt und weitere Defizite aufgemacht. Der soziale Kontakt ist ihnen abgegangen. Sie haben ihre Mitschülerinnen nicht getroffen, ihre Freunde. Sie durften auch oft nicht einmal hinaus. Sie haben durch die fehlenden Kontakte, ist auch das Immunsystem der Kinder extrem geschädigt worden. Wir wissen genau, das Immunsystem lebt davon, dass es ständig Viren, Bakterien und sonstige Einflüsse bekommt und diese auch abwehren muss. Wenn jetzt über längere Zeiten nichts kommt in der Art, schläft unser Immunsystem ein und wird viel anfälliger für plötzliche minimale Bedrohungen. Ich bin also nicht nur Lehrer, sondern ich arbeite auch mit Kindersportgruppen. Und in einer dieser Kindersportgruppen habe ich letztens, also vor einer Woche, also im Sommer, folgende WhatsApp-Nachrichten bekommen. Und ich zähle mal vor, 1, 2, 3, 4, 5. 5 Kinder wurden hier kurzfristig als krank gemeldet. Und das zieht sich durch alle Sportgruppen und auch durch die Schulklassen durch. Wir haben, seit die Kinder das Immunsystem geschädigt bekommen haben durch die Maßnahmen, haben die Kinder viel mehr Krankheiten. Und es ist oft so, dass zwischen einem Viertel und Drittel der Kinder in einer Sportgruppe oder Schulklasse krank nicht da waren.